Wir sind heute hier gegen Tierfabriken, gegen Gentechnik, gegen Exportdumping. Slow Food ist heute dabei, weil es bei Slow Food um gute Lebensmittel geht. Und nicht nur um gute Lebensmittel, die gut schmecken, ganz wichtig, sondern Lebensmittel, die auch aus einer guten Erzeugung kommen. Und weil wir für eine gute und nachhaltige Landwirtschaft sind, für eine Landwirtschaft, die Artenvielfalt erhält und damit auch für uns alle Geschmacksvielfalt, deswegen sind wir heute bei der Demo mit dabei. Schöne Kartoffeln. Hallo, ich bin Jochen Fritz von der Kampagne Meine Landwirtschaft. Wir sind heute 23.000 Menschen, die hier vom Kanzleramt für eine neue Landwirtschaftspolitik demonstrieren. Wir wollen Bauernhöfe statt Agrarindustrie. Wir wollen eine bäuerlich nachhaltige Landwirtschaft, die gutes und gesundes Essen produziert. Und wir sind überglücklich, dass bei diesem Schneefall mitten im Winter so viele Leute kommen und mit uns auf die Straße gegangen sind. Gestern Abend haben wir als Youth Food Movement über eine Tonne Gemüse geschnippelt für eine riesige große Suppe, die jetzt auf der Demonstration ausgegeben wird an die ganzen Leute, die hier mit uns demonstrieren. Und wir haben es satt, aber die Suppe schmeckt geil und die wärmt unsere Bäuche. Wir sind heute hier, um zu demonstrieren gegen Massentierhaltung, gegen Agrarindustrie, gegen die Subventionen, die diese Industrie fördern und gegen Gentechnik, die die Menschheit vergiftet. Weil ich Massentierhaltung einfach eklig finde und weil ich finde, dass man so mit Tieren nicht umgehen sollte. Wir sind hier mit der Aktion Slow Food und allen anderen. Wir haben es satt, wie die Nahrung der Menschen zerstört wird. Hallo, ich bin heute hier, weil ich satt habe und für eine andere Agrarpolitik bin. Und ich hoffe, Frau Aigner hört uns und sieht uns und zieht ihre Schlüsse daraus. Wir brauchen Zweinutzungshühner und lokale Politik und nicht so ein Quatsch wie sonst. Danke!